Servus, hallo, ich bin's, MasterXD, ganz genau, und willkommen zu einem neuen Video. Leute, man merkt es mir zwar nicht an, aber ich bin ein wenig abgefuckt, denn ich habe eben ein Opening-Video gemacht und ungelogen 7 legendäre bzw. epische Sachen bekommen. Und ich war so am Durchdrehen, am Abfeiern, und das Ganze hat mein Aufnahmegerät nicht aufgenommen, weil ich zu wenig Speicherplatz drauf hatte auf der Festplatte. Das war hier so das Highlight. Schaut euch diese Tarnung an, sie sieht einfach krass aus. Und ich bin jetzt ziemlich abgefuckt, aber mir war es egal, denn ich habe mir jetzt einfach mit echtem Geld Call of Duty Punkte gekauft. Ja Leute, ich bin total dumm, aber ich mache es so gesehen für euch. Darum lasst jetzt schon mal eine Bewertung da, und heute gibt es wieder ein Opening Video, beziehungsweise für mich das zweite, für euch das erste, mein erstes öffentliches COD Opening Video. Und weil es so schön ist, beginnen wir gleich mal. Und zwar, das erste Paket ist... Yes, legendär. Oh, Wikinger helfen. Ich sag nur hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Und die Hitze für die Bretschi. Wir schauen uns mal gleich den Spot an von der Battery, den Heldenspot. Ich habe zwar gerade den Ingame-Sound ausgemacht für mich, aber gucken wir mal, was wir so gezogen haben. Okay, die sagt wahrscheinlich irgendwas. Ich weiß selber nicht was, weil ich hier, wie ihr seht, mein kaputtes Headset nicht auf habe. Aber wir verschwenden am besten keine Zeit, und das zweite exquisite Päckchen wird geöffnet. Komm schon, Boys. Irgendwas Nices. Scheiße. Selten. Oh, episch, episch, episch. Für die KRM2, aber monochrom ist an sich nichts Besonderes. Darum gehen wir mal direkt weiter. Nochmal. Leute, es macht so Spaß. Ohne dass meine Hände zittern. Und legendär. Selten. Und scheiße. Ja, Spionage. Sieht jetzt nicht so spektakulär aus. Damit ihr mehr Glück haben kommt jetzt, es wollten mal ein paar Leute im Livestream haben, das erste Opening mit der Nase. Also Leute, zack, zack, zack. World's first Nasen-Opening. Ich habe, glaube ich, eine echt geile Nase, um irgendwelche Packs zu öffnen. Und es hat Glück gebracht, denn ein Griff für die Vespa. Finde ich ehrlich gesagt ziemlich nice, denn auf der Vespa spiele ich immer den Griff. Sollte auf jeden Fall Pflicht sein. Griff ist hier. Und, ja, legendär würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie legendär aussieht, aber ja, Hauptsache ich weiß, dass ich was Legendäres an meiner Waffe habe. Aber einfach mal hier das nächste Opening, Leute. Und zwar wieder 200 Punkte, kommt schon. Aha, ich mache nicht die Augen auf, ich mache nicht die Augen auf. Oh, schon wieder für die KRM2. Ich muss, glaube ich, echt mit der eine Nuklear hier spielen. Und Reaper Prahlengeste, das kann ich euch auch mal zeigen. Erstmal für die KRM2 mal ganz kurz gesehen. Alter, wie viele geile Tarnungen habe ich für die. Monochrom habe ich jetzt. Ja, wow, sieht schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. Hat was auf jeden Fall. Und dann noch für den Reaper. Gucken wir mal, wo ist denn das Reaperchen? Hier ist unser Kollege. Und er hat Erhabengeste. Gehabe. LOL! Oh mein Gott, das ist episch. Das ist die. Stellt euch vor, ich zerstöre eine Lobby und mache dann das. Oder ein Competitive Zählers Finale und ich bringe das hier rein. Einfach nur krank. Aber egal. Nächstes Pack. Ich habe richtig Bock drauf. Ihr hoffentlich auch. Und. Okay, selten. Oh, wieder legendär Executioner SVG 100. Sieht irgendwie komisch aus. Keine Ahnung. Aber ich mache noch eins auf. Von denen kommt schon nochmal, Baby, Baby, gib mir was Geiles. Leute, selten nachts, königlich. Okay, königlich sieht irgendwie ganz cool aus, weil es so lila ist. Ich schaue es mir gleich an, Moment. Hier, welche Waffe war das? HVK? War das die HVK? Ich weiß gar nicht mehr. Ich guck mal ganz kurz. Nee, HVK war es nicht. Warte, ich hab's, sag mal, war es die ICR, glaube ich, ne? Ich glaube, die ECR war es, Leute. Yep. Ja, geht eigentlich, würde ich klar sagen. Geht ganz gut, klar. Egal. Nächstes Pack, komm schon. Mua, mua. Gib mir was, gib mir was. Ja, okay. Ja, feiere ich ehrlich gesagt nicht so. Ach komm, Leute, eins ist noch drin. Eins ist noch drin, auf jeden Fall. Komm schon. Ja, ja. Yes, legendär Inferno, BRM Magazin. Ja, ich halte nicht so viel von diesen Aufsätzen. Sieht irgendwie nicht so lecker schmecker aus. Ach komm, ich mache noch ein normales auf, weil es so schön ist. Ich habe heute echt Bock drauf, mein erstes Opening-Video. Und ich denke mal, die Aufnahme klappt diesmal. Das war doch ziemlich schwach, was ich hier gezogen habe.
Oh, episch, Drakonsturm. Und nochmal legendär, Leichensack. Okay, da bin ich mal gespannt, was da kommt. Erstmal für die Schnipper. Ein Drakon, eine Waffe, die im Zombie-Modus echt nice ist. Schauen wir mal. Ja, man, geht auf jeden Fall gut, klar. Und dann noch eine Spot, den schaue ich mir mal nicht an, weil ich habe eh keinen Sound. Wobei doch, nee, doch nicht. Nächstes Mal, irgendwann mal online bestimmt. Aber noch ein legendäres, komm schon, letztes. Muah, gib mir was Geiles. Selten. Oh, Omen. Und episch, ICR Eis. Geht auf jeden Fall, würde ich sagen, klar. Und Schnellfeuer-Variante, ja, wieso nicht? Ach Leute, ich mache noch eins auf das Letzte. Ich schwöre, das ist jetzt wirklich das Letzte. Oh, ja. Das war Verarsche, als ob. Noch einmal, komm schon, Leute, einmal noch. Einmal noch, komm schon, bitte. Yes, geht klar, auf jeden Fall Licht. Ach komm, ich habe schon alles ausgegeben, Leute. So schnell geht 20 Euro weg. Stier, egal, ein normales mache ich noch auf, weil es so viel Spaß macht. Und dann beenden wir eigentlich auch das Opening. Komm, eins geht noch. Leute, ich glaube, ich habe mich hier in was reingeritten, was nicht gut ist. Yes, immerhin. Legendär. Okay, Leute, man hört auf, wenn es am schönsten ist. Ich zeige euch noch den Spot vom Prophet. Habe ich gar nicht freigeschaltet. Was macht der da hier? Okay, der gibt uns Respekt. Ja, Amanakoyam, ich gebe dir Respekt, Digga. Und der andere hier noch. Hier, der Kollege. Wir hatten ja auch was Episches. Oh, disst der da uns richtig ab. Egal, Leute. Ich werfe jetzt den Controller aus der Hand, denn das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da und schreibt mal eure Meinung. Soll ich noch mehr von sowas machen oder lieber die Finger davon lassen? Adios und ciao. Das war MarsXD. Piu!